Im letzten Video haben wir die Recaro Sportster CS aus dem Golf gebaut. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann einmal komplett mit Carbon beziehen lassen. Und heute soll es um den Einbau gehen. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht weiter und zwar, wir bauen heute den Innenraum zusammen. Da steht der Gute. Steht aktuell jetzt noch nicht bei mir hier drinne. Wir müssen hier immer noch den Boden machen. Ich habe halt das Problem, dass ich da jetzt aktuell über diese Kante nicht. Ich versuche euch das mal irgendwie ein bisschen zu zeigen. Seht ihr, wie das hier runter geht? Und das Problem ist, es geht dann hier vorne runter und es geht dann da auch direkt aber gleich wieder hoch auf die Bühne und dann hinten aber wieder runter. Ja, das ist halt so ein kleines Problem. Am schlausten wäre es natürlich, wenn wir hier alles komplett einmal mit Beton ausgießen würden. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir das am besten machen, weil natürlich kann man einfach Beton gießen. Wäre die einfachste und schönste Variante. Kostet aber auch immer einen Haufen Geld. Mal gucken, wie wir das machen. Aber da muss auf jeden Fall was passieren. Deswegen hat Jan gesagt, komm, dann schraub einfach hier. Dementsprechend steht jetzt hier auch alles. Nelly ist gerade dabei und baut, das habt ihr in einem der letzten Videos gesehen, baut gerade die Rücksitze zusammen. Da haben wir so leichte Probleme, muss ich sagen. Und diese Verbindungsstücke zwischen außen, kannst du das mal ganz kurz zeigen, Schatz? Diese Dinger hier, die haben hier so eine Nase, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich das ein bisschen besser eingefangen bekomme. So, die haben ja da so diese kleinen Nasen, seht ihr die? Und die müssen irgendwie zusammen und dann hält das und dann wird das dann auf der Seite mit zwei kleinen Schrauben einfach nur fixiert. Das Problem ist aber, dass der Stoff, dass das mir nichts kaputt macht, dass der Stoff halt wirklich dick ist und ja, zusammen bei auseinanderbauen ging irgendwie leichter, ne Schatz? Mhm. So ein bisschen. Ja, und weil ich nicht so der Geduldsmensch bin, habe ich gesagt, du, wenn du dir das zutraust, versuch es einfach mal. Den Sitz hat sie bis jetzt auch schon einfach komplett alleine gemacht. Ich habe mir Zeit, habt ihr mir bei Insta-Story folgt. Habe ich gerade schon ein bisschen Story gemacht, weil jetzt geht es nämlich ums eigentliche Thema. Von der Firma Stern Performance Parts habe ich einmal Fußmatten bestellt. Und zwar mit Carbon-Optik, damit es halt damit sich das halt so ein bisschen widerspiegelt. Weil wir haben hier auf der Motorhaube die Carbon-Optik, wir haben da auf dem Lenkrad die Carbon-Optik und gucken, ob ich das eingefangen kriege. Das ist halt eine Carbon-Optik-Lackierung, ne? Hier ist keine Folie dran, wisst ihr bestimmt. Der Abziehbar Autolack Peelable Car Paint. Das Einzige, was hier Folie ist, ist mein Instagram-Name, den ich logischerweise schon ein bisschen Werbung, ihr kennt es, auf jeden Fall dran machen musste. Das war gestern Abend gleich das Erste, als ich ihn abgeholt habe. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch einen Teppich. Den muss ich gleich noch ausrollen. Ich glaube nämlich, der muss vielleicht sogar ein paar Tage liegen. Hätte ich schon mal eher machen müssen, weil die Sachen habe ich schon ein paar Tage länger liegen. Auf jeden Fall haben wir dann noch eine Carbonstrebe, weil ich werde die komplette Rückbank rausbauen. Wir haben eine Carbonstrebe, also hier ist die Carbonstrebe und hier ist ein Netz. Da habe ich auch darauf geachtet, dass wir hier eine orangene Naht haben, weil es sich einfach durchs ganze Auto zieht, dieses Orange, ne? Ich war erst am Überlegen, ich hatte bei Stern Performance angerufen und habe gesagt, hier, ich brauche bitte Fußmatten in Carbon-Optik, habe ich bei euch bei Insta gesehen. Könnt ihr mir die machen mit orangener Naht? Und da meinte der, ich glaube, ich hatte sogar den Chef am Telefon, meinte, pass auf, lass uns das lieber in einem dunklen Grau machen, weil das wird sonst zu viel Orange. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hatte auf jeden Fall recht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gehandhabt hättet. So passt das dann halt auch wieder von dem Stoff der Sitze, ne? Ich hänge jetzt einfach mal die Legria rein und ich versuche jetzt mal irgendwie diese Rückbank da rauszubauen. So, jetzt habe ich gar nicht gemerkt, dass die Kamera gerade ausgegangen ist. Für jeden, der das auch nochmal machen will, so eine Rückbank ausbauen. Du hast hier die kleine Bank, die du umklappst. Und hier ist ja diese große, diese Zweierbank. Und dazwischen ist eine Schraube, die ihr lösen müsst. Und dann ist hier so ein kleines Ding. Das ist so ein Haken. Also die Schraube ist quasi vom Kofferraum zu erreichen. Oder du hast halt beide Sitzbänke umgeklappt. Einfach nur die Schraube lösen. Und dann sind hier so, könnt ihr das sehen? Dieses Ding hier, da ist das quasi so eingehakt links und rechts, also für beide Sitze. Und dadurch wird der Sitz dann halt gehalten. Musste ich aber auch gerade erstmal googeln, weil ich habe es absolut nicht gesehen oder nicht gefunden. Batterie ist leer und ich habe Licht vergessen für hier drinnen. Zack. So, und auf der anderen Seite ist es einfach nur gesteckt. Achso, jetzt muss ich den ganzen Gurt natürlich, merke ich gerade, auch noch ausbauen. Weil der da natürlich dranhängt. So, da war die Schraube.
die hier. Wie gesagt, die habe ich mit so einer 17er Langnuss habe ich die gemacht. Und jetzt müsste ich das einmal abziehen können. Die Qualität ist gerade stimmt echt berauschend, aber ich filme hier mit der Ligria. Die ist für so Innenraumaufnahmen immer ganz, ganz praktisch. Abonniere doch gerne kostenlos diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Sitze sind auf jeden Fall schon mal drin. Dann haben wir hier die, könnt ihr das sehen? Ein bisschen aus dem Licht gehen, so. Haben wir hier die Fußmatten drin. Wie gesagt, Sitze sind drin und das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Mit diesen beiden Verbindungsstücken hier, ne, zwischen vorne und hinten, da musste ich dann einfach nochmal Sina von Achtung Sattler ranlassen oder irgendjemand anders, muss ich mal gucken. Hier ist jetzt das Netz auch schon drin. Warte, ich drehe mal hier ein bisschen hoch, damit ihr was sehen könnt. So, Netz ist auch drin, Teppich ist auch drin. Der ist jetzt hier, also der ist eigentlich echt passgenau. Der hat jetzt 3-4 Monate im Karton eingerollt gelegen. Da werde ich jetzt über Nacht einfach irgendwas Schweres draufstellen. Ist ja, wenn du dir so einen Teppich für einen Flur holst oder sowas, ist das ja nicht anders. Aber ich denke, das kann sich schon sehen lassen, oder? Sieht ganz cool aus. Auch die Staube, auch die Strebe. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, hier sind silberne Schraubköpfe zu sehen. Die werde ich nochmal tauschen gegen schwarze. Das ist so mein einziges Manko, was ich habe. Ja, und wie gesagt, halt diese Verbindungsstücke, ne, das stört mich auch. Wird man direkt sehen. Das Problem ist halt, dass bei Autos, die so wie meiner jetzt gerade bei YouTube so ein bisschen umgebaut worden sind, wenn die dann irgendwo gesehen werden, die werden halt komplett immer auseinandergenommen und ja, guck mal, das ist nicht schön, guck mal, das ist nicht schön und guck mal, das ist nicht schön. Ist halt immer so, ja, stört mich auch nicht. Also, dass das so ist von den Leuten. Mich stören die Teile halt, dass da auch was ist, was dann halt nicht so schön ist. Ne? Ja, aber sonst Innenraum ist echt cool, bin ich. Ich war erst am überlegen, ob wir hier noch Alcantara, das Armaturenbrett oder sowas machen, aber nö. Ich finde das echt cool so. Und auch, guck mal, hier ist Silber. Ich war nämlich erst am überlegen, ob ich das VW-Zeichen, ob ich das in schwarz mache, ob ich die Scheinwerfer einmal öffnen lasse, das hier schwarz lackieren lasse und das schwarz mache, aber nein. Mache ich nicht, weil sich das dann auch wieder mit diesem Grau-Silber von den Sitzen hier zum Beispiel ganz gut einpflegt. Ich finde, das passt einfach. Ne? Könnt ihr einfach mal unten in die Videokommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Ich finde, es sieht echt cool aus. Was sagst du, Schatz? Ist geil, ne? Ich weiß noch gar nicht, wie es weitergeht und ich weiß noch gar nicht, wann dieses Video hier online kommt. Gedreht haben wir das auf jeden Fall einen Tag direkt nach der Abholung, weil ich jetzt natürlich schnell das Auto zusammenbauen will. Wird geil. Ciao.